Ich bin Julia Furdea, ich bin Moderatorin und ich habe mir die Augen lesen lassen. Ich habe eine Brille, seit ich in der Volksschule bin und ich habe dann mit 14, 15 angefangen, Kontaktlinsen zu tragen. Ich habe es als Belastung empfunden, weil gut zu sehen ist, vor allem wenn man so wie ich eine Brille getragen hat, ist das halt das Allerhöchste, wenn man gut sehen kann, wenn man nichts dafür braucht. Und für meinen Beruf war es schon auch wichtig, weil wenn ich in der Früh bei Kaffee Puls bin und dann am Abend habe ich aber noch eine Veranstaltung oder mache noch irgendwas, dann kann ich halt die Linsen nicht so lange drinnen lassen. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, dass das einfach für mich nicht angenehm ist. Also meine Augen waren total empfindlich, ich habe eine Zugluft dauernd gespürt, ich habe dann von den Monatslinsen auf Tageslinsen gewechselt und habe eigentlich in meiner Freizeit so viel wie möglich Brille getragen, weil einfach Linsen total unangenehm für mich waren. Und ich musste dann auch wirklich oft rechnen, okay, wie lange habe ich die Linsen schon drinnen, wann muss ich sie rausnehmen, das war halt oft nicht angenehm. Und vor allem, wenn du Frühdienst hast und um 3 aufstehst und dann wirst du in der Früh geschminkt, ist es halt total unangenehm. Also ich war sehr, sehr empfindlich, was die Augen angeht. Der Behandlungsraum war angenehm, also es war jetzt nicht so super arg steril, wo man sich denkt, ich fühle mich hier unwohl. Also es war natürlich schon alles sauber und steril und professionell, aber man hat sich trotzdem wohl gefühlt dort. Ich war schon nervös. Ich habe dann auch die Augentropfen bekommen und irgendwie ist halt alles ein bisschen merkwürdig. Und das Lasern an sich, ich hatte Angst davor. Ich glaube, es ist ganz normal, wenn man weiß, dass beim Auge irgendwas gemacht wird. Aber ich hatte null Schmerzen, gar nicht. Und es hat mich auch irgendwie, es war sehr erleichternd, dass ich keine Schmerzen hatte. Und die ersten paar Stunden habe ich sehr verschwommen gesehen, also ich durfte nicht Auto fahren. und es ist dann eigentlich von Tag zu Tag besser geworden. Und ich war einfach nur so fasziniert, dass ich sehen kann, dass ich keine Brille brauche, dass ich aufstehe in der Früh, ich mache die Augen auf und ich sehe das Bild und ich sehe das Fenster, alles scharf. Und ich bin seit heute, immer wieder denke ich mir, okay, ich muss noch die Linsen raustun und dann komme ich drauf, ich habe ja gar keine Linsen drin.